Ich werde mir jetzt dein Video im Stream reinziehen und dann werde ich dich extrem fertig dafür machen und dich öffentlich an den Pranger stellen. Was machen Frauen, wenn Männer zu früh kommen? Emoji, Emoji, Ballermann Edition. Da bin ich jetzt aber mal wirklich gespannt hier. Ja, nee, mache ich jetzt. Gucke ich mir jetzt an. Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen. Freunde, was geht ab? Unterstütze ich Produktplatzierung, natürlich wieder Werbung. Ja, da muss sich das Geld natürlich auch irgendwo verdient werden, ne? Obwohl du schon so viel hast, willst du immer nur noch mehr. Du kannst nicht genug kriegen. Oh, ich habe leider. Guck mal, das Leben ist ein Geben und Nehmen und du nimmst immer nur. Ich will einmal so wie du diesen Lifestyle haben, hier gucken nach neuen Autos und. Also deshalb versuche ich auch mal irgendwie ein bisschen was zu tun. Viel Spaß mit dem Video. Ich schneide jetzt das nächste Oktoberfest-Umfrage. Okay, los geht's. Zu einem neuen Video. Es ist leider für dieses Jahr die letzte Straßenumfrage, die wir hier an der Playa de Palma machen. Aber da lasse ich mich doch nicht lumpen. Ich habe ein wirklich sehr, sehr interessantes Thema. Und zwar, was macht ihr denn, wenn euer Partner zu früh kommt? Der ein oder andere kennt es vielleicht. Und ich würde gerne mal wissen von den Mädels, ist denn jetzt vorbei? Ist man denn durch als Mann oder kriegt man noch eine zweite Chance? Was machen die Männer? Redet man sich raus? Jo, sorry, Baby. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Aber bevor wir jetzt starten, es gab ein Gewinnspiel bei Kater sein Vater. Wie macht ihr es denn, Leute? Einfach keinen Sex haben. Ja, bin 14, Bruder. Bei mir gucken keine 14-Jährigen zu. Bei mir gucken nur Erwachsene zu. Nur so 20- bis 25-Jährige. Da zwei Leute hatten die Möglichkeit, mit mir hier an die Playa zu fliegen. Die haben die ganzen Kosten übernommen. Und was wir hier die letzten Tage so gemacht haben, das seht ihr jetzt. Grüße gehen raus an die beiden. Wir hatten wirklich eine geile Zeit und ihr habt es gesehen, die sind sogar mit auf die Bühne gekommen. Wenn ihr nochmal Bock habt auf so ein Gewinnspiel, schon mal gerne jetzt einen Daumen nach oben geben. Tragt euch auch gerne im Newsletter ein. Aber, Freunde, ab jetzt könnt ihr auch Kater sein Vater. Erster Link unten in der Infobox. Für mich das beste Anti-Kater-Mittel aller Zeiten. Also checkt es unbedingt mal ab. Aber jetzt starten wir. Wer ist hinter der Kamera? Ihr wisst es. Carsten, mein Name ist Marc Eggers. Genug gelabert. Was macht ihr, wenn der Partner zu früh kommt? Auf geht's. Abhauen. Abhauen? Abhauen. Wirklich? Nein, das ist doch vollkommen in Ordnung. Mal geht's lang, mal geht's kurz. Okay. Das ist menschlich. Ja, finde ich gut. Frauen kommen ja auch nicht immer. Das wäre ja falsch. Das stimmt, aber es gibt ja einige Männer, da ist dann wirklich nach 20 Sekunden schon Feierabend. Dann war es das letzte Mal. Dann? Ja, aber du weißt ja, was dich erwartet. Das war ja kein Spaß. Du machst da keinen Spaß, ne? Nee, das ist ehrlich. Ich würde einfach sagen, dass mir zum ersten Mal passiert, wie, glaube ich, jeder zweite Typ. So, ey, ich weiß gar nicht, was passiert. Ja, ja. Ich denke mir so, ey, ich bin gekommen und wenn ich Vater werde, bin ich nicht der Erzeuger. Hä? Da gibst du auch nicht nochmal einen zweiten Versuch? Nein. Oh, nein. Rigoros. Nein. Das Problem habt ihr Frauen nicht. Nee, also wir können ja manchmal auch nicht kommen. Ja, aber da wär hätte ich noch einen zweiten Versuch. Ja, euch. Richtig. Aber währenddessen bist du vielleicht schon zweimal gekommen. Was machst du, wenn du zu früh kommst? Ein Tornado zünden. Ja, das Problem ist, du bist schon zu früh gekommen. Na, dann hau ich schnell ab, würde ich sagen. Ja, und lässt... Tornado zünden, Digga. Die Leute sind wirklich sehr positiv von uns jetzt hier in den letzten Monaten beeinflusst worden. Finde ich super. Sie dann liegen. Oder ihn. Oder ihn. Alexander Wiegner, würde ich mal sagen. Ist das dein Boy? Ich würde nur gerne wissen, dass er es hört. Was macht man, wenn der Mann zu früh kommt? Abhauen. Anna, nicht immer so direkt. Abhauen. Ja, Zehner. Anna, nicht immer so direkt. Was ist zu früh? Wir erklären erstmal das. Was ist zu früh? Vielleicht noch 2-3 Minuten. Dann ist zu früh? Ja. Was wäre perfekt? 5 bis 10. Das ist ja... Dann wird erstmal die Zeit gestoppt. Wenn du nach 3 Minuten kommst, zu früh, nach 5 passt. Kurz vom Ziel abgegangen. Gleichzeitig. Endlich meine, die es sagt. Zusammenkommen. Zusammenkommen, ja. Oh, du hast Knutsch weg schon. Was ist da wieder los? Ich möchte da nicht drüber reden, Marc. Ja, das, wieso? Ich habe wirklich, und dann konnte ich mal bumsen, ne? Das war eine ganz schwache Leistung. Ey, bin ich weggelaufen, da habe ich einen anderen gebumst. Ich würde nur... Wir sind verloren. Dann wissen wir, was haut. Was machen Frauen, wenn Männer zu früh kommen? Na, was heißt zu früh kommen? Dann erwarte ich von denen, dass die dann noch irgendwas anderes können. Also, reinzuhalten. Also ich weiß, es ist schwierig und es scheint auch schwer verlangt zu sein, weil die wenigsten können es. Aber man kann ja, der Mund und die Finger können auch einiges. Habe ich gehört. Wegrennen. Ich weiß nicht. Ich meine, ist mir noch nie passiert, persönlich. Nee. Aber ja, vielleicht. Natürlich ist es ihm noch nie passiert. Der Typ lässt sich nichts anbrennen, Digga. Hat solche Geschichten schon mal gehört, dass es sowas tatsächlich geben soll. Aber ihm persönlich würde sowas natürlich niemals widerfahren. Die Kollegen, ich meine, ich kann ja nicht aus Erfahrung sprechen. Ach so, aber du sprichst für jemand anderen. Genau. Ein Freund von mir. Ja, du hast mal gehört über drei Ecken. Genau, das ist mal jemandem passiert. Und was hat der dann gemacht? Entschuldigt, also was willst du da auch machen, ne? Ja, da kann man nicht mehr viel machen. Zweite Runde vielleicht. Ja, aber du musst mich ein bisschen warten. Yeah!
Also. Ja, da mal. Der Kollege musste warten. Ja, der Kollege musste warten. Habt ihr schon mal die Erfahrung gemacht, dass ein Typ zu früh gekommen ist? Ja. Ja. Was macht ihr da? Orgasmus einfordern. Da sagst du, ey, ich will auch. Mädels sind forscht. Ihr lasst euch das nicht. Das funktioniert aber nicht. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Das funktioniert nicht. Danach macht der Typ doch gar nichts mehr, oder? Nicht bieten, ne? Na, warum denn? Gehören ja beide dazu. Ja. Also, muss ja fair bleiben. Du merkst das so. Okay, er ist zu früh gekommen. Dann, was erwartest du dann von dem Mann? Dass er sich auch nochmal anstrengt, ein bisschen Mühe gibt. Geht er noch anders als nur. Das ist es, ne? Soll er offen kommunizieren? Also, man merkt es ja meistens. Ja, reden. Du musst schon kommunizieren. Hey, ich bin gekommen und wenn ich Vater werde, bin ich nicht der Erzeuger. Eigentlich ist ja ein Kompliment. Ja, absolut. Wenn man sagt, du bist so unfassbar heiß, ich kann mich nicht zusammenreißen. Das ist für mich immer. Ja. Bei euch? Ey, ist das wirklich, kommt das so oft vor, dass Männer so früh kommen? Nee. Bei euch nicht, ne? No front! Ich bin voll berühmt hier. Ich bin Bert. Echt jetzt? Wie alt bist du? Also muss hier hin. Ja. Was machst du, wenn er zu früh kommt? Hallo, ich bin hier Party. Deswegen bin ich hier. Das ist so, das machst du hier den ganzen Tag? Logo. Nein! Du bist Bauchregner. Kommt aus dem Bauch. Ey, man hat es gar nicht gesehen. Ich war so verwirrt gerade. Habt ihr es gesehen? Du bist Bauchrednerin. Das sind die, wo man manchmal die Lippen so ein bisschen erkennt, aber bei dir gar nicht. Ich glaube, die zieht die Nummer auch durch, wenn man die abschleppt. Mach mal nochmal. Aber wo kommt der Sound her? Ich frage mich jetzt mal aus dem Bauch. Wirklich? Geht zum Supertalent. Wir haben zwei Typen dabei. Die sind immer sehr früh. Die kommen immer zu früh. Also ist so das Paradebeispiel. Bei mir immer zu spät. Wenn du zu früh kommst, was ist dann? Einfach drüber lachen. Ja, ne? Ja. Mit Humor nehmen. Aber ich glaube, die Frauen nehmen es nicht mit Humor, Digga. Ja, aber man muss selber mit Humor nehmen, sonst doof. Und dann lachst du so ein bisschen, oder? Ja, dann mach ich selber weiter. Wir fragen Ron einmal. Ja, was geht? Alles Ron ist denn? Ich dachte, du bist auf Mykonos. Ah, leider nicht. Ich dachte, mir mal ist geiler. Mit wem bist du hier? Aska dabei? Zu 12. Geil. 12. Einer ist heute schon weggeflogen. Warum? Grüß genau aus dem Feuer. Bronchitis. Oh shit. Zu viel Party gemacht und zu teuer. Was machst du, wenn du zu früh kommst beim Sex? Dann muss der Kollege einsteigen. Oh, man wechselt sich ab. Welches Thema gibt's gerade? Bitte? Was ist das Thema? Nee, wir wollten einfach nur, welches so eine Sequenz einblenden, wo wir so drauf sind und wir sagen, wir freuen uns. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Okay, dann werde ich das anwenden, dass ihr sagt, wir freuen uns, schauen wir mal, was wird. Was wird? Was machst du, wenn ein Mann zu früh kommt? Wir freuen uns. Feuer. Oh je. Ja, oh je. Ich will ihn auf jeden Fall nicht erniedrigen, weil das finde ich sowas wie Scheiße. Boah, denen auch noch Vorwürfe machen. Ja, ja. Ich würde es vielleicht ansprechen und sagen, ja, dass ich damit vielleicht ein Problem habe. Also, was heißt ich Problem, aber ob er es halt merkt, dass es vielleicht ziemlich kurz war? Ja, ich glaube, man merkt das schon, oder? Also, was ist so die Durchschnittsdauer, die so eine Frau möchte? Was meinst du? 2 Stunden. Nein. 2 Stunden. Grüße gehen raus an Knossi. So ein Akt bei uns, wie lange geht der? 2 Stunden. Wunderbar. So eine halbe Stunde? Mindestens. Ja. Mhm. Ja. Wann wär's? Halbe Stunde ist zu lang. Ich sag 15 Minuten, Max. Max. Zu kurz? 5 Minuten. Pass auf, was machst du, wenn du... Na, 5 Minuten kann schon auch gut sein. Iberogast. Naja, die meinte mit Kuscheln, achso, ja, okay. Zu früh kommst beim Sex. Was ich mache? Ja. Ein Eis essen. Die Frau liegt da und holt Cornetto-Nuss raus oder was? Das macht man als gestandener Mann, mit Erfahrung. Und wenn ich Vater werde, bin ich nicht der Erzeuger. Flug jetzt noch nach Hause? Ja. Morgen früh 4 Uhr aufstehen. Wohin, was machst du? Was ich mache? Heierziehungspfleger. Ey, ich sag dir, wie es ist. Ihr hättet von meiner Seite aus so viel mehr Geld verdient, ey. Ich habe auch sehr lange Zeit mal einen Jungen betreut, passt ja gar nicht an die Playa und so, ne? Nein, aber ich habe einen großen, ja, ich weiß, aber ich habe großen Respekt davor. Schön, dass du das machst, wirklich. Dankeschön, Dankeschön. Ja, die Menschen können gar nichts dafür, die kommen teilweise auf die Welt. Wir haben alle Glück, weißt du, wir können hier feiern, wir können saufen, gehen teilweise mit unserer Gesundheit irgendwie echt ranzig um. Und da gibt es die Leute, die würden sich wünschen, ansatzweise nur so gesund zu sein wie wir. Deshalb, Digga, großen Respekt, feier ich sehr, dass du das machst. Schöne Worte hier von Eggers. Wie sollte man denn damit umgehen? Ich kann nicht mehr. Wunderschöne Frau bei dir. Da halt selbst ich nur 10 Sekunden durch. Und was macht man dann? Würde ich ganz ehrlich sein, würde sagen, du, das gefällt mir gerade richtig gut. Wäre schon okay, wenn ich komme. Und dann würde ich sagen, du, kein Problem. Wenn du danach noch ein paar andere Sachen machst, kriegen wir das alles hin. Läuft, kann es ja auch noch eine 2. oder 3. Runde geben. Ne? Und dann geht es vielleicht länger. Oder? Genau. Dann ist der erste Schuss weg und dann läufst du vielleicht noch weg. Expertin. Ja. Gehen wir nicht drüber. Gehen wir. Okay, okay. Ja, sehr sympathisch. Eggers, komm mal kurz bitte. Was war hier los? Was war da los? Was war da los? Wart ihr schon bei I'm a Throat God? Nee, da wart ihr noch gar nicht, ne? Nee, waren wir noch nicht. Ach, krass, das ist... Ach, da kommt noch was Krasseres? Ja, guckst du, ja. Das ist ja noch... Aber die? Die ist cool drauf gewesen. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, ja. Noch in Kontakt? Aber nee.
Nein, 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 nicht in Kontakt. Okay. Bro, guck dir mal das Video an. Ja, okay. Du rufst mich hier schon, da ist noch nichts passiert. Ich ruf dich dann gleich. Ach, Quatsch. Hör auf jetzt, ja. Aber hast du? Echt, ja? War gut? Ihr habt ja auch geschrieben sogar. Oh nein. Du hast doch geantwortet. Auf was habe ich geschrieben? Geschickt. So, jetzt kaputt. Einfach nicht mehr gewusst, dass du geantwortet hast. Den Überblick verloren, oder wie? Peter Brau auch mal am Start. Wie geht's dir, Bruder? Super, super. Ja? Beste Stimmung, ja. Und wann kommt mal wieder was Musikalisches von dir? Vielleicht so Ende des Jahres nochmal. Okay. Also ich bin am Arbeiten am Album. Wenn ich zukomme bei einer Frau, ja. Scheiße. Bruder, ganz ehrlich, einfach stur das Gesicht durchziehen, ja. Einfach kommen und weitermachen. Einfach weitermachen. Das funktioniert einfach nicht. Einfach durchziehen. Habe ich schon mal probiert, funktioniert nicht. Muss man durch. Es muss man durch, ohne Scheiß. Haltmast? Wie meinst du Haltmast? Haltmast. Haltmast. Weil du kommst und meistens dann geht runter die Banane. Scheiße, das kommt drauf. Nein, funktioniert nicht, der Grizzly. Also bei mir funktioniert es nicht. Mann, weißt du, wie geil die Frau ist. Ne? Kurz Stopp, weißt du? Kurz Stopp, einmal rausgehen, dann rauchen. Aber man sollte sich auch einfach, finde ich, nicht so oft schämen. Ey, wenn es einfach so ist, dann ist es einfach so. Dann einfach raus damit. Ja, natürlich, ja, ich bin gekommen. Scheiße, was macht man jetzt? Ja? Kann auch nicht nochmal. Und ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Dann ist es dann einfach so. Man muss einfach mal ehrlich sein. Wieder rein. Kleiner Geheimtipp von mir, Krampf vortäuschen. Ah, oh, Krampf, kurz. Das verschafft dir Zeit, Hab ich schon mal gemacht, hat geklappt. Aber an ihm hat es geklappt, tatsächlich. Stier. So, hier, hintere oder vor? Ja, warte. Eggers, du geile Schlange. Was machst du, wenn du zu früh kommst beim Sex? Eine dritte Runde. Nee, warte mal. Wir reden das von der ersten Runde. Okay, wahrscheinlich Wein und... Wohin geht's? Ich war nach Hause. Ich war im Bierkönig, war ich. Was machst du, wenn du zu früh kommst bei der Frau? Wenn ich zu früh komme, das wird selten passieren, würde ich sagen. Ja, das ist nämlich ein Mann mit Format hier. Mit Armen draußen hier schön im Chico Champ. War gestern dein Auftritt? War sehr gut. Warst du da? Nein, aber beim letzten Mal war ich da und es war mega, mega krass geil, was ihr da abgezogen habt. Das war so geil. Es toppt nicht Mykonos und die anderen Umfragen, aber die Auftritte sind trotzdem mega. Was machst du, wenn der Mann zu früh kommt? Geht's jetzt los oder was? Eggers, geht's jetzt los? Nee, guck noch mal weiter. Okay. Gehen. Ihr geht direkt. Ja. Was machst du, wenn er zu früh kommt? Auch so tun. Als ob du kommst. Gar nicht schlecht. Nach zwei Minuten einfach sagen, oh. Und er geht mit einem mega guten Gefühl nach Hause. Schon. Oder nach der nächsten Runde fragen. Ja. Es ist auch okay, wenn es eine Stunde dauert, aber es ist einfach so. Fürs Feeling, ne? Ja. Dann beenden wir jetzt das Video. Ja. Dann ist jetzt ist Feierabend. Ja, ihr seid schon fertig? Ja, was heißt schon? Das ist die vierte Straßenumfrage in diesem Jahr. Oh. Und jetzt machen wir hier zu Ende. Abonnierten, liken, kommentieren. Abonnierten. Tschüss, komm, wir winken nochmal alle. Tschüss. Komm, wir zeigen nochmal unsere Brüste. Ich glaube auch. Früh kommen, 10 Sekunden, nichts reißen im Bett. Er ist gekommen. Er das Erste, was er mich fragt, im Bierkönig ist. Wir gehen raus. Ich so, wir müssen jetzt bumsen. Ich muss heute noch mal einen Bierkönig. Ich habe noch was vor. Sagt er, ich hoffe, du kannst b***en. Ich so, I'm throat goat. Natürlich kann ich b***en. Dann zieht er sich auf. Wir waren irgendwo in so einem Hotel, so eine Mauer runtergesprungen. Ich so, wir machen das jetzt hier. So, wie hier. Ich so, doch egal. So groß. Du bist genau so ein Feuer. Ich möchte das nicht judgen, aber da muss ich nicht b***en können. Ja, also Entschuldigung. Heute, dieses Jahr 7 von 7, habe ich gesagt. Muss ich auch Challenges machen. Welche Nummer wäre ich dann? Du wärst meine Nummer 3. Aber im Herzen. Oha. Aber im Herzen meine Nummer 1. Ich werde hier schon wieder berührt. Die war sehr offensiv unterwegs, oder? Die ist auch so eine, die spricht auch mal einen Typen an, oder? Ich glaube, die spricht auch mal einen Typen an. Ja, die ist krass unterwegs. Kommt sie aus Köln? Ich habe keine Ahnung. Das wäre für mich die klassische Kölnerin. Ja. Ich weiß es wirklich. Ja, die ist echt straight unterwegs auf jeden Fall. Wieso muss sie mich so exposen? Sankt Walle, Digga. Da wollen wir einfach mal alle für dich mittrauern. Was mache ich, wenn ich zu früh komme? Erstmal die 4,5 Kilogramm Gewichtsdecke von Vibell einkuschen. Eine Nummer 1. Echt? Weißt du, oder? Ich bin wirklich ein bisschen verliebt. Echt jetzt? Ja, wirklich. Dann heute Abend mal ein Dreier. Wurde da hier im Moment die Nummer ausgetauscht? Nein. Ich verstehe nicht, warum du da so dreist im Hintergrund lügst. Nee. Oh Mann. Bin ich dabei? Oder? Ich bin dabei. Du kannst. Ich meine das ernst. Ich nehme noch einen Freund mit. Gibt's noch eine, hast du eine Freundin? Ich habe 2. Gut, ich freue mich auch später. Wir sehen uns. Hast du mein Insta? Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Und wenn wir freuen uns? Schauen wir mal, was wird. Ne? Wenn ich Vater werde, bin ich. Ich nicht der Erzeuger.
Ja, geiles Ding. Ein geiles Ding hier von unserem guten alten Ego. Wirklich mal wieder ein absolutes Meisterwerk.